Hallo und herzlich willkommen wieder mal beim Modellbau Nürnberg. In diesem Video zeige ich euch mal den neuen Blade Nano CBS sozusagen, beziehungsweise den neuen Nano S2 als Bind and Fly Version. Öffnen wir mal den Karton und schauen, was da drin ist. Ein kleiner Gutschein. Und hier haben wir auch schon den Karton des neuen Blade Nano S2. Ich hatte ja zuvor jetzt halt auch den Nano CBS, mit dem bin und war ich auch rundum zufrieden. Allerdings hatte der so seine kleinen Macken mit dem Safe-System. Das bedeutet, es gab einmal immer wieder Verbindungsprobleme, wenn man den Akku angestöpselt hat, dass er sich nicht mit der Fernsteuerung verbunden hat, in meinem Fall eine DX6 Generation 3. Und ja, aus dem simplen Grund habe ich mir mal den Nano S2 gegönnt und den Nano CPS habe ich verkauft. Und ich würde sagen, schauen wir mal rein in die Packung. Hier haben wir jetzt halt auch schon den Nano S2. Die Haube ist, wie man unschwer erkennen kann, jetzt hat blau und nicht mehr gelb und weiß und schwarz. Größentechnisch hat sich der Karton selbst auch nicht verändert. Auch ja, der Helikopter an sich hat sich an der Größe auch nichts verändert. Es ist ein 150 mAh Einzeller dabei mit 45C und auch wieder so ein LiPo-USB-Ladegerät. Natürlich auch eine kurze Anleitung mit Ersatzpropellern. Einen kleinen Schraubenzieher, alles, was man eben so benötigt. Das war es auch vom Lieferumfang jetzt halt mal. Hier haben wir das gute Stück. Die Heckfinne werde ich bei diesem Modell auch wieder abmachen. Ohne die Heckfinne ist einfach das Flugverhalten des Nano viel besser. Gerade wenn mal eine Windböe kommt, dann muss der Heli nicht so gegen den Wind ankämpfen. Ja, ansonsten, er hat jetzt halt diese neue Safe-Z-Technologie. Das bedeutet, er hält die Höhe besser. Da bin ich mal sehr gespannt, wie dieser Modus wirklich ist. Für mich wahrscheinlich sowieso eher uninteressant, allerdings möchte ich die natürlich trotzdem gerne mal testen, gerade auch für euch. Und ja, das war so ein Unboxing des Nano S2. Ich zeige euch mal kurz noch, wie er unter der Haube aussieht und dann war es ja schon soweit. Wie man unschwer erkennen kann, sind die Elektronikkomponenten bzw. die Hauptplatine ist jetzt nicht mehr waagrecht, sondern senkrecht aufgestellt. Beim Nano war sie ja noch waagrecht. Ja. Ansonsten hat sich, wie gesagt, nicht sehr viel verändert. Größentechnisch etc. Selbst die Ersatzteile sind identisch wie mit Nano CPS. Das bedeutet, das Landegestell, wenn ihr noch eins übrig habt oder so als Reserve vom CPX oder CPS, funktioniert hier einwandfrei. Das Einzige, was sich wirklich großartig verändert hat, ist wirklich die Platine, wo eben die ganze Elektronik drauf sitzt. Die ist natürlich nicht mehr kompatibel, alleine schon wegen den Safe-Z und eben auch wegen der senkrechten bzw. waagrechten Anbringung des Nano CPS oder Nano S2 Modells. Ja, die Karosserie wirkt, wie ich finden tue, jetzt noch schlichter. Ja. Das war es jetzt halt, wie gesagt, vom Unboxing des Nano S2. Ich werde jetzt halt dann das Modell binden und vielleicht auch meinen kleinen Indoor-Flug jetzt halt hier wagen. Draußen ist das Wetter leider sehr bescheiden derzeit. Fliegen werde ich auch weiterhin noch mit meinen MyLipos vom Nano CPS mit 205 mA. Mit denen bin ich sehr zufrieden. Und ja, ciao, bis zum nächsten Mal.